Schön, dass du dir Zeit nimmst, Koretake, das Tanzplätzchen im Internet, näher kennenzulernen. Eine neue Veranstaltung bei Koretake anlegen. Ich bin angemeldet, finde hier einen Link Veranstaltung erstellen, den wähle ich aus und gebe nun Titel und Untertitel der Veranstaltung ein. Das nächste ist die Eingabe des Datums und der Uhrzeit. Ich möchte noch ein weiteres Datum hinzufügen. Klicke also auf weiteren Eintrag hinzufügen. Wie man sieht, kann man neben der direkten Eingabe auch den Kalender nutzen, um das Datum einzugeben. Als nächstes wähle ich den Veranstaltungstyp aus, Tanzkreis. Bei Referierende gebe ich die ersten Buchstaben ein und finde die Referentin. Einen Referenten oder eine Referentin, die noch nicht angelegt ist, kann ich nicht selbstständig anlegen. Ich muss sie, konnte sie darauf hinweisen, mit einem Freund einladen und ich gebe dann weiter unten in den Freitext zum Beispiel den Namen des Referenten oder der Referentin an. Beim Veranstaltungsort gebe ich auch einmal so die ersten Buchstaben ein, erkenne, das Pfarrzentrum in Stockerau gibt es schon. Einen neuen Veranstaltungsort kann ich aber anlegen über diese Ikone hier, dieses grüne Plus. Die Herkunft der Tänze ist aus Europa, die Tanzgattung Kreistänze, das Thema ist der Jahreskreis und aus einem bestehenden Blatt nehme ich jetzt diese Information und füge sie hier ein. Sie schaut dann nicht besonders schön aus, aber ich kann sie hier wieder etwas adaptieren. Kann ein Bild hinzufügen aus meinem Computer, öffne es und sichere es und kann es einfügen. Wichtig ist jetzt entweder die Vorschau zu klicken oder am besten auch gleich einmal zu speichern. Und fertig ist unsere Veranstaltung. Wir freuen uns auf Ihre Veranstaltung auf Koretake.